Die DHV News vom 15. Juli 2022. Markus Söder gegen neue Legalisierung. Blinert für THC-Obergrenzen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Einmal machen wir hier noch so eine Corona-Vorsichtsausgabe. Ich hatte ja einen Corona-Fall im Haushalt, ja, alles wieder gut, Corona vorbei, aber ein paar Tage Karenzzeit machen wir noch. Ich hocke hier allein im Zimmerchen und wir sind alle hier 100% sicher dadurch. Diejenigen, die vielleicht gerade auf der Mary Jane schon sind und gerne mal mit mir quatschen wollen, ich werde am Sonntag da reinkommen, ja, dann ist meine abgezählte Tage Abwartzeit da irgendwie vorbei, ne, dann ist wieder alles bombastisch sicher, soweit man das heutzutage überhaupt sein kann. Ich bin jedenfalls gesund, keine Symptome, keine positiven Tests, aber wie gesagt, vorsichtshalber nochmal hier im Kämmerlein. Und was ich auch als Vorbemerkung jetzt nochmal loswerden wollte, ja, sind zwei Aufrufe. Einmal, abonniert doch mal alle diesen Kanal, die das jetzt bitte noch nicht gemacht haben, weil ich kann keine 213 mehr sehen. Ja, da steht die ganze Zeit 213.000 jetzt seit einer Weile. Ich weiß gar nicht, sonst ging es immer irgendwie relativ flott vorwärts. Ob das jetzt so eine Verschwörungsgeschichte ist irgendwie, 213 forever, ja, dass ich den Code noch nicht begriffen habe oder so. Macht das mal weg da, ja, so schön viele neue Abos fände ich mal super. Und außerdem, vielleicht sind noch ein paar neue dabei, die gar nicht wissen, dass wir ja nicht nur ein YouTube-Kanal sind. Okay, in letzter Zeit sollte das deutlich geworden sein mit den ganzen Eckpunkte-Hearings da vom Bundesdrogenbeauftragten und so weiter und der Cannabis-Normalkonferenz, dass wir eine Lobbyorganisation sind, die aber auch nach wie vor natürlich Unterstützung braucht. Ja, ohne eure Hilfe geht hier gar nichts sozusagen. Ja, nur dadurch sind wir so weit gekommen, wie wir jetzt sind und wir sind noch nicht am Ziel. Insofern können wir auch nach wie vor weitere Fördermitglieder gebrauchen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn dann Montag, wenn es wieder losgeht hier, ein Haufen neue Anmeldungen da wären. Und noch eine Vorbemerkung. Es gibt ein neues Video hier im Kanal, wieder mal von der Cannabis Normalkonferenz. Diesmal zur Session Amnestie, die ich moderiert habe. Kam Wegge, war unser Stargast sozusagen für ein Impulsreferat, die auch Juristin ist und uns hat erzählt hat, so, wie funktioniert das eigentlich mit der Amnestie und was ist Rehabilitation im Vergleich dazu und welche finanziellen Entschädigungen möglicherweise sind überhaupt denkbar oder auch ja, politisch nicht durchsetzbar oder wie auch immer. Interessante Session, ja, ich habe auch noch was gelernt dabei, guckt euch das Video mal an. Und damit komme ich jetzt zum ersten inhaltlichen Punkt, nämlich eigentlich auch wieder ein Hinweis ja auf unserer Homepage, auf einen neuen Artikel da, nämlich einen Vergleich der Eckpunktepapiere derjenigen Organisationen, die eben Eckpunkte zur Legalisierung vorgelegt haben. Das bezieht sich natürlich auch auf die Anhörungen, die jetzt gerade stattgefunden haben, die der Bundesdrogenbeauftragte Blinert organisiert hat. Die waren ja, 4 von 5 Geschichten waren nicht öffentlich und wir wurden auch gebeten, jetzt nicht großartig was zu erzählen, was da jetzt jeder Einzelne gesagt hat und so weiter. Halten wir uns auch dran, ja, sollte eben auch für eine vertrauliche Atmosphäre sorgen, dass jeder sich da traut, Dinge zu sagen und das hat auch soweit funktioniert, ja, insofern, okay, kann man so machen. Muss man vielleicht nicht, ja, ein bisschen mehr Transparenz hätte ich jetzt auch okay gefunden, aber auch so ist halt in Ordnung. Nur damit ihr mal so einen Einblick kriegt, was da überhaupt diskutiert wird, kann man einfach diese Eckpunktepapiere mal heranziehen. Und ja, unseres kennt ihr vielleicht schon, wenn nicht, guckt nochmal rein. Das sind im Prinzip die Themen, die da aufgezählt sind, die auch alle diskutiert worden in diesen Hearings. Und wir haben jetzt mal zusammengestellt die verschiedenen anderen Eckpunkte, die sonst noch so rausgekommen sind, außer unseren, und haben mal verglichen Eckpunkte Branchenverband Cannabiswirtschaft, BVCW, die Bundespsychotherapeutenkammer, die deutschen Suchtgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchtherapie, Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin, Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie, Hauptstelle für Suchtfragen, dann das Papier der DGPPN, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V., die Kinder- und Jugendpsychiatrische und Kinder- und Jugendmedizinische Fachgesellschaften und Verbände in Deutschland und LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, die haben alle Papiere vorgelegt und das haben wir euch mal auseinandergedröselt anhand von ein paar wichtigen Oberpunkten, zu denen viele was gesagt haben. Thema Altersgrenze, ja, von
unserer Position aus Abgabe ab 18 Jahren bis hin zu 21 Jahre und darüber hinaus, ja, von wegen auch mit 21 ist das Gehirn noch nicht ausgereift, da müssen wir noch höher ansetzen und so weiter. THC-Obergrenze, wer ist dafür, wer ist dagegen, wer bringt welche Obergrenze vielleicht auch konkret ins Spiel. Edibles, essbare und trinkbare Cannabis-Produkte, sollen die erlaubt werden oder nicht, auch das wird heiß diskutiert. Soll es eine Mengenbegrenzung geben beim Verkauf, also wie viel darf auf einmal in so einem Laden verkauft werden, wie viel dürfen Menschen mit sich rumtragen in der Öffentlichkeit, wie viel dürfen die in der Tasche haben, wie viel dürfen die vielleicht auch zu Hause haben nach Eigenanbau, oder soll es gar keine Mengenbegrenzungen geben, was das angeht, unsere Position, ja, wir brauchen keine Beschränkungen an der Stelle, genauso wie bei den THC-Obergrenzen. Wo soll verkauft werden? Fachgeschäfte, Apotheken oder vielleicht auch noch andere Läden oder komplett staatliche Verkaufsstellen, auch denkbar, wurde auch diskutiert. Was mit Werbung? Soll man die erlauben oder nicht? Was ist mit Prävention und Jugendschutz? Eigenanbau, Social Clubs, die so als Thema auch mit dabei. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Und Thema Führerschein, das sind so die Oberbegriffe, sag ich mal, wo wir das Ganze verglichen haben. Aber es gibt natürlich noch einen Haufen mehr Kleinigkeiten und Details, die ihr euch da angucken könnt, zu denen verschiedene Papiere Verschiedenes gesagt haben, auch aus ganz unterschiedlicher Perspektive. Die sind alle verlinkt in dem Artikel auf unserer Homepage, dieser Vergleich der Eckpunkte. Könnt ihr euch also noch weiter reinbegeben und mal ein bisschen drin rumstöbern. Und dann habt ihr im Prinzip auch ungefähr einen Eindruck, was da in den Hearings gelaufen ist. Wobei natürlich auch ein Haufen Organisationen und Experten dabei waren, die keine Eckpunktepapiere im Rücken hatten, ja, die einfach so irgendwie die Meinung ihrer Organisation oder auch von sich selbst irgendwie erzählt haben. So viel dazu, schaut mal da rein. Und dann gleich noch ein Hinweis auf unsere Seite, und zwar zum Thema Landesjustizminister, eine Mitmachaktion. Da würden wir uns freuen oder rufen euch dazu auf, ja, mitzumachen da, den Landesjustizministern zu schreiben. Da gibt es auch im Readmob auf Twitter entsprechende Initiativen. Auch da gibt es einen Musterbrief. Auf unserer Seite gibt es auch einen Musterbrief, nämlich den ich selber oder wir als Handverband den Landesjustizministern geschickt haben. Ihr findet auch die Adressen der Landesjustizminister, wo ihr die Briefe hinschicken könnt. Ihr könnt natürlich auch E-Mails schreiben. Das muss nicht unbedingt immer ein Papierbrief sein. Oder auch ein Kommentar auf irgendwie in sozialen Medien, aber da kann man die Minister selbst schon schlechter erreichen, sag ich mal, oder deren unmittelbaren Stab. Jedenfalls geht es darum, dass die Länder Cannabis entkriminalisieren sollen, soweit das in ihren Möglichkeiten steht. Da gab es früher auch schon mal Aufrufe dazu, ja, so Anfang des Jahres, als dann klar war, Ampel will legalisieren, dauert alles noch eine Weile und so weiter. Wir haben uns damals nicht daran beteiligt, weil wir eigentlich auf Bundesebene ja eine Lösung wollten. Ja, wir gesagt haben, Ampelkoalition, bitteschön, jetzt machen wir mal flott, Entkriminalisierung sofort. Das ist eine kleine Änderung im Betäubungsmittelgesetz und dann haben wir sofort irgendwie auch legalen Besitz von Cannabis, von gewissen Mengen. Ja, wenn sie 10 Gramm genommen hätten, meinetwegen, wäre komplett legal gewesen, die schon mal dabei zu haben als Konsument, wenn kein Handel nachgewiesen wird. Das war unser Wunsch und deswegen sind wir erstmal nicht an die Länder rangegangen, als Handverband jedenfalls nicht. Eben um da zu versuchen, das auf Bundesebene klar zu machen, weil nur da kann man eben auch komplett legalisieren, diesen Besitz geringer Mengen, relativ easy durch eine BTMG-Änderung. Die Länder können nur im Rahmen des jetzigen Betäubungsmittelgesetzes agieren, also Cannabisbesitz bleibt eine Straftat, da können die Länder machen, was sie wollen, ja, können die nicht ändern, aber sie haben Einfluss darauf, wie und wann und bei welchen Gelegenheiten die Strafverfahren eingestellt werden. Und das ist die Forderung, die geringe Menge anzuheben. Manche Bundesländer haben ja 6 Gramm zum Beispiel nur, das ist zu wenig. Und vor allen Dingen konsequent alle Verfahren einzustellen, die nur Konsumenten betreffen und unterhalb dieser Grenze liegen und nicht jetzt irgendwie nach Lust und Laune der Staatsanwälte und ob denen die Nase des Beschuldigten gefällt oder nicht oder ob der schon irgendwas anderes gemacht hat oder ob der vielleicht zum zweiten Mal in einem Jahr erwischt wird, ja, weil er halt mehr als einmal im Jahr konsumiert. Das soll alles keine Rolle mehr spielen, sondern als einstellen. Ja, das ist im Grunde die Forderung auf die Landesebene. Da ja jetzt tatsächlich sich abzeichnet, auf Bundesebene wird das schwierig mit der Entkriminalisierung. Ja, das ist ja offensichtlich, alle drei Ampelparteien sind dagegen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr Theater gemacht. Und letztendlich muss man natürlich dann auch irgendwann mal die Realität anerkennen und sagen, okay, das wird jetzt nichts, ja. Außerdem ist im Herbst dann ein paar Monate nicht schon der Gesetzentwurf für die komplette Legalisierung dann da, wenn das alles nach Plan läuft, der natürlich auch die Entkriminalisierung der Konsumenten beinhaltet.
Das heißt, irgendwann ist dann auch der zeitliche Abstand gar nicht mehr so groß, dass das überhaupt noch irgendwie Sinn macht, die ganze Diskussion. Deswegen, und damit wir doch wenigstens noch irgendeine Erleichterung kriegen, wenn die auf Bundesebene nicht wollen, ja, was wir nach wie vor kritisieren. Im Moment wäre es noch schön, ja, wenn sie es machen würden, aber das ist nicht absehbar. Also Bundesländer, ne, sollen die halt ihren Spielraum dann doch jetzt mal ausreizen und gucken, was geht. Weil das wird ja doch jetzt noch mal ein Jahr dauern, bis da irgendwas passiert auf Bundesebene, zumindest bis das Gesetz in Kraft tritt. Ja, mit ganz viel Glück, wenn wir das durch den Bundesrat kriegen, irgendwie, ja, dann aber ein Jahr würde das auf jeden Fall noch dauern. Und da können die Bundesländer recht einfach mit einem Erlass Rundschreiben an die Staatsanwälte sagen, hier, stellt mal bitte alle Verfahren bis 30 Gramm ein, Schluss, aus, Ende. Solange kein Handel nachgewiesen ist, Cannabis wird immer eingestellt. Ja, das ist im Prinzip der optimale Zustand, der schnell zu erreichen wäre auf Landesebene. Fordert das von den Landesjustizministern. Und ihr könnt auch noch dazu schreiben, dass sie mal politisch einfach als Signal an die Polizei dazu schreiben sollen, veröffentlichen sollen, ja, öffentlich sagen sollen, die Politik hat kein Interesse mehr an der Verfolgung von Cannabiskonsumenten, weil sowieso die Legalisierung kommt. Wir brauchen das nicht mehr, liebe Polizei. Ja, das hat zwar keine juristisch bindende Wirkung, weil eben Straftaten sind Straftaten, Polizei muss das verfolgen. Wenn ein Polizist das will, kann er das machen. Aber ein Polizist kann natürlich auch irgendwie Dinge nicht sehen, ja, wenn er sie nicht sieht, irgendwie zufällig. Ne? So machen ja heute schon viele, ne, dass sie nicht hinter jeder Tüte herrennen, die sie irgendwo riechen. Und da wäre so ein politisches Signal natürlich auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, da hat man überhaupt die ganze Diskussion mal ein bisschen auf die Landesebene tragen. Letzte Woche hatte ich hier schon erzählt, das Signal von Blinert, Bundesdrogenbeauftragter, der das eben auch gesagt hat, auch die Länder sollen da jetzt mal ins Boot einsteigen und die ganze Debatte mittragen. Ja, das kann nicht sein, dass das nur auf Bundesebene diskutiert wird. Auch wenn ich sagen würde, ja, warum haben sie nicht auf Bundesebene entkriminalisiert? Ja, wäre das erledigt gewesen. Aber auch er appelliert an die Bundesländer, reizt euren Spielraum aus. Ihr müsst da nicht irgendwie jedes Verfahren bis zum Erbrechen vor einen Richter bringen und so weiter. Bestellt die Verfahren halt ein. Also mitmachen. Ja, ihr findet auf unserer Seite einen Musterbrief und auch nochmal einen Link in der Videobeschreibung zu einem anderen Musterbrief von Twitter. Und dann loslegen. Und vielleicht auch E-Mails schreiben, wie auch immer. Auf jeden Fall meldet euch bei denen. Und wo wir gerade auf Landesebene sind, ja, und die Frage, wie ist das im Bundesrat, wird denn da Zustimmung zustande kommen oder nicht? Da haben wir wieder jetzt mal einen Hinweis von einem Ministerpräsidenten, der im Sommerinterview bei der Tagesschau ARD gewesen ist und mit euren Fragen konfrontiert worden ist. Ja, da haben die immer so ein Format von wegen, eure Fragen werden gestellt. Und wie immer ist die Frage nach Cannabis-Legalisierung dabei. Also auch da fleißiger Aktivismus immer da hinschreiben, ja, fragt den mal nach Legalisierung. Oder wie beim Scholz eben vorletzte Woche, wann Bubert's legal? Und Scholz erstmal so, hä? Ja, auf jeden Fall, ne, auch das hilft, da immer am Ball zu bleiben, dann die Frage da reinzuwerfen. Die wird dann auch standardmäßig immer gestellt, weil sie am häufigsten gestellt wird. Also, Söder wird gefragt, was er von der Legalisierung von Cannabis hält. Und hier seht ihr die Antwort. Wieso sprechen Sie und Ihre Partei sich dagegen aus, will Julius Brinkmann wissen? Wir sind dagegen, weil viele medizinische Studien zeigen, dass das erhebliche gesundheitliche Schäden bringt, insbesondere für junge Leute. Und es ist eine Einstiegsdroge. Ja, Einstiegsdroge ist natürlich Blödsinn, ja, schon ewig widerlegt, aber ein super einfaches Argument. Man labert dann einfach so daher, irgendwie, wenn man Unionspolitiker ist und keine Ahnung hat, dann sagt man einfach Einstiegsdroge so und dann ist das erledigt irgendwie so intellektuell. Wenn überhaupt, ja, irgendwie das Konstrukt einer Einstiegsdroge Sinn macht, ja, also irgendwohin, auf dem Weg irgendwohin zu sein quasi, ja, Richtung gefährlich, Drogen und Konsum und so, dann sind die Einstiegsdrogen Tabak und Alkohol, die werden vor Cannabis konsumiert in der Regel. Die meisten Cannabiskonsumenten haben das schon hinter sich. Wenn sie Cannabis probieren, dann sind das die Einstiegsdrogen. Insofern beklopptes Argument. Aber der Moderator fragt auch nochmal nach. Es gibt übrigens eine DHV-News-Folge, wo das Titelthema ist, Söder gegen Legalisierung. Da ist er auch im Sommerinterview und wird da gefragt, aber wird nur einmal kurz gefragt. Er sagt nö und dann geht es weiter zum nächsten Thema. Diesmal wird es nachgefragt worden. Und zwar insbesondere mit Hinblick auf die Bigotterie, die unterschiedliche Behandlungen und Einstellungen gegenüber Alkohol und Cannabis. Gerade Bayern, wo dann eben die Politiker andauernd beim Fassanstich dabei sind und so weiter. Und Söder labert da erstmal stundenlang rum über seine Person persönlich, ja, da er selber fast gar keinen Alkohol trinkt, da er viel zu viel Cola Light trinkt die ganze Zeit, da er mehr Wasser trinken will, bla bla bla. Und dann doch mal ein Bier irgendwie, wenn es sein muss, wenn sich ein Bürgermeister ganz viel Mühe gegeben hat beim Fassanstich. Ja, so der kleine Bürgermeister da, der hat sich Mühe gegeben, dann trinke ich auch mal ein Bierchen, ja, muss dann machen.
und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr euch ja nochmal im Original angucken, Link in der Videobeschreibung, wie immer. Aber dann sagt er noch eben zu diesem Thema Alkohol und Cannabis Folgendes. Natürlich ist auch Alkoholkonsum eine Herausforderung, aber da ist eine andere Form. Wir reden über eine neue Legalisierung und gegen diese neue Legalisierung bei Cannabis habe ich schwerste Bedenken. Ja, also Söder wird ja richtig kreativ. Ja, wenn ihm nichts mehr einfällt, sagt er, erfindet er neue Worte und Claims irgendwie und jetzt geht es um eine neue Legalisierung, wenn es um Cannabis geht. Ja, die Ampel will eine neue Legalisierung. Scheinbar geht er davon aus, dass es für Alkohol irgendwie eine alte Legalisierung gibt. Dabei war das ja nie verboten in dem Sinne. Insofern ja, hat Gott alles Zeug legalisiert, was er so auf die Erde geworfen hat. Vielleicht, wenn man dran glaubt. Ja, hier, da habt ihr das ganze Zeug, ist alles egal, so ungefähr. Ja. Und beim Cannabis haben wir, bei ein paar anderen Substanzen haben wir halt so probeweise mal geguckt, was passiert, wenn man das verbietet. Ist halt nur Murksball rausgekommen. Aber egal, neue Legalisierung ist jetzt das neue gefährliche Schlagwort. Ja, jetzt müssen wir alle Angst haben vor der neuen Legalisierung. Naja, ist die Frage, ob die alte Legalisierung Richtung Alkohol dann so eine gute Idee war. Egal, auf jeden Fall tolles neues Wording von Söder. Die Antwort war nicht anders zu erwarten. Er ist dagegen, wissen wir Bescheid. Können wir uns auch vorstellen, wie Bayern dann abstimmt im Bundesrat, wenn es darum geht. Das wird wahrscheinlich sich so schnell nicht ändern. Ganz am anderen Ende der Fahnenstange sozusagen kommen wir jetzt mal an und bei einem Antrag der Linken, also sowohl politisch am anderen Ende der Fahnenstange als auch inhaltlich. Die haben nämlich jetzt nochmal nachgelegt, die hatten ja versprochen, Artesh Köpinar vor der Sommerpause noch mehrere Anträge zu bringen. Ich hatte hier berichtet über den Antrag zur Entkriminalisierung der Konsumenten, also Cannabiskonsumenten. Jetzt haben sie nochmal nachgelegt mit dem Antrag bezüglich aller Substanzen. Und da fordern sie erstmal eine Entkriminalisierung durch die Definition geringer Mengen, ja, so wie wir das eben von Cannabis in den Bundesländern auch kennen, nach demselben System quasi. Ganz konkret schreiben sie da, für häufig gebrauchte illegalisierte sogenannte harte Drogen, insbesondere Morphin, Amphetamin, Methamphetamin, MDMA, MDA, MDE, Kokain, LSD, Psilocybin, psilocinhaltige Pilze, Heroin, werden bundeseinheitliche geringe Mengen von im Regelfall 3 Konsumeinheiten im BTMG festgelegt. Also sie schlagen da keine ganz konkreten Zahlen vor oder Grammzahlen oder so. Das haben sie vor ein paar Jahren mal gemacht, tatsächlich in einem ganz ähnlichen Antrag. Diesmal haben sie es offen gelassen, soll halt der Bundesregierung selbst definieren, was jetzt da 3 Konsumeinheiten der einzelnen Substanzen sind. Das ist ja auch sowieso ziemlich mit der Kappe geschlagen, ja, so sagen wir so und so viel. Auf jeden Fall ein guter Ansatz. In manchen Bundesländern gibt es das übrigens schon, ja, das wissen viele gar nicht, dass also da in manchen Bundesländern schon eben auch die Richtlinie besteht. Wenn du 1,5 Gramm Koks hast, meinetwegen, wird das Strafverfahren in der Regel eingestellt. Aber nicht überall eben, und das wäre auf jeden Fall nochmal ein Schritt in die richtige Richtung, denn also wenn es um Legalisierung aller Drogen geht, ja, sage ich ja gerne mal privat meine Meinung dazu, nicht als Deutscher Handverband, aber was jetzt die Kriminalisierung der Konsumenten anderer Substanzen angeht, ja, da ist wohl klar irgendwie, dass wir da nicht dafür sind, da solidarisch sind, und das macht so oder so keinen Sinn, Konsumenten irgendwelcher Drogen strafrechtlich zu verfolgen. Dann kommt aber noch die Forderung dazu, dass erstmal Drug-Checking erleichtert werden soll, ja, damit man das ganze Zeug auch vernünftig testen kann, was man da konsumiert, und dass die Modellprojektklausel erweitert werden soll, hat klar gemacht werden soll, Modellprojekte, das wird nicht ständig abgelehnt vom BfArM mehr, wie das vorher war, wenn eine Kommune wie Berlin oder Münster, Düsseldorf Anträge stellen wollten oder gestellt haben, dass dann mal klar war, ja, die werden das sowieso nicht genehmigen, sondern dass eben die Genehmigungen dann klar kommen sollen und dann eben auch Modellprojekte auch von der Bundesregierung gefördert werden sollen und angestoßen werden sollen zur Abgabe von Originalstoff bei diesen ganzen genannten harten Drogen. Beispiel Methamphetamin haben sie ausgerechnet, sich ausgesucht, ja, besonders Substanz mit besonders schlechtem Ruf, dass man da mal ausprobieren sollte, an Abhängige zumindest dann, ne, Leute, die sowieso konsumieren, irgendwie massenhaft, denen das mal so zu geben und zu gucken, ob das nicht besser ist als der Schwarzmarktmist, der jetzt da gerade passiert. Bei Heroin ist das ja auch schon mal gemacht worden und danach Heroin tatsächlich auch zur Regelverschreibung aufgestiegen. Also theoretisch kann man sich eben heute jetzt Heroin verschreiben lassen. Es gibt auch ein paar Praxen in Deutschland, die das machen. Ja, die Bedingungen sind halt total übertrieben. Aber immerhin, ja, man kann legal Heroin als Genussmittel, jetzt mal so wie bei Cannabis immer bezeichnen,
beim Arzt unter ganz bestimmten Auflagen und Bedingungen bekommen, im Gegensatz zu Cannabis. Ja? Also so gesehen ist Heroin legaler als Cannabis im Moment noch. Und sie sagen halt, lasst uns das so ähnlich auch mal ausprobieren bei anderen Substanzen. Ja, dieses Heroin-Modellprojekt mit der Abgabe an Schwerstabhängige damals war sehr erfolgreich. Das hat den Leuten gut getan. Die haben wieder angefangen zu arbeiten, was weiß ich, Wohnung suchen und so weiter. Und da wollen sie jetzt mal schauen, wie ist das denn bei anderen Substanzen? Sicherlich auch ein lobenswerter Vorstoß, sage ich mal, so gesamtdrogenpolitisch betrachtet. Aber auch einer, genau wie der letzte, mit wenig Chancen auf Erfolg, weil es einem die Opposition ist. Allein deswegen schon wird die Ampel dem nicht zustimmen. Außerdem gab es auch schon erste Statements dazu. Ja, Blin hat auch, ne, der sagt, wir haben jetzt erstmal ein anderes Projekt vor, Cannabis-Legalisierung, da müssen wir erstmal fertig machen, dann gucken wir weiter. Naja, trotzdem auf jeden Fall, Gürpina liefert in letzter Minute die ganzen Anträge, die er angesagt hat. So gesehen, gute Sache. Dann letzter Punkt, Blinert für THC-Obergrenzen, Fragezeichen. Das ging wieder wild durch die Medien. Gab da auch so Überschriften, wo es dann hieß, Bundesdrogenbeauftragter bringt THC-Obergrenzen ins Spiel. Ja, und das wurde von vielen auch so aufgefasst, als wäre er dafür. Das lese ich aber anders. Ja, das Ganze kommt aus einem Interview mit Blinert in der Welt am Sonntag, wo es auch darum geht. Und Blin hat einfach nur die Position skizziert und sagt, ja, es gibt da wirklich Stimmen, die sagen, wir brauchen eine THC-Obergrenze, weil sehr hohe THC-Werte die Risiken steigern. Und das stimmt ja auch, ja, das ist so. Ja, das haben wir letztes Mal aus den USA gehört, dass diese Konzentrate schon einen Ticken riskanter sind als jetzt, was weiß ich, Gras mit 5% THC oder so. Dennoch konsumieren die Leute das, ja, und außerdem ist ja auch traditionelles gutes Hasch, hat schon reichlich hohe THC-Werte, ne? Die gehen immer vom Durchschnitt aus, von Gras insbesondere, was dann irgendwo auf jeden Fall unterhalb von 15% liegt und sagen, ja, wunderbar, zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer, die sagen dann, 15% reicht ja, ne? Können wir machen, aber das würde im Prinzip sämtliches gutes Hasch im Prinzip nicht möglich machen, im Fachgeschäft zu verkaufen. Und damit wären also sämtliche Leute mit ein bisschen Qualitätsanspruch und so weiter, die halt nicht so viel Rauch mögen, sondern lieber irgendwie Wirkung für wenig Rauch haben und gelegentlich konsumieren, genug Geld dafür haben, anständiges Zeug zu kaufen, die wird der Markt dann nicht erreichen. Ja, die werden weiter ihre bisherigen Quellen anzapfen und damit haben wir nichts gewonnen. Also das weiß aber auch Blinert, ja, das sagt er eben auch als Gegenargument und sieht, naja gut, das ist auch ein wichtiges Argument, dass wir den Schwarzmarkt verdrängen wollen und wenn das Zeug auf dem Schwarzmarkt ist, müssen wir halt auch gucken, wie wir damit umgehen. Er sagt einfach nur, das muss diskutiert werden. Und er hat ja auch den Job, dass das diskutiert wird und da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Er bringt das Thema nicht vor, sondern eben, da sind wir nämlich wieder bei den Eckpunktepapieren und dem Vergleich. THC-Obergrenzen waren ja eines der Vergleichskriterien, wo wir die Papiere mal verglichen haben. Und da können wir nochmal sehen, wer dafür war und wer das ins Spiel gebracht hat. Da könnte man genauso gut sagen, weil ich jetzt drüber rede, bringe ich das ins Spiel. Ja? Wobei wir natürlich gegen THC-Obergrenzen sind. Und auch anständiges Hasch verkauft werden soll, zum Beispiel in diesen Läden, einfach um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Naja, so ist halt die Bandbreite, die Blinert eben auch darstellt und aufzeichnet und mit der jetzt irgendwann anfangen muss, ja, bis zum Eckpunktepapier der Bundesregierung und dann eben dem Gesetzentwurf. Die Sache ist halt noch nicht ausgestanden, ob es jetzt diese Obergrenzen gibt oder nicht, aber ich glaube, man kann ein bisschen die Aufregung rausnehmen aus der ganzen Nummer. Ja, Blinert hat nicht gesagt, ich will Obergrenzen. Ne, er hat als eins der tausend vielen kleinen Details mal auf den Tisch gelegt, da die eben noch entschieden werden müssen. Und damit bin ich bei den Terminen. Das Wichtigste gleich am Anfang, oder ja, zwei große Veranstaltungen diesmal. Die erste, Mary Jane, fängt jetzt gerade schon an. Ja, läuft schon den ersten Tag, wenn ihr die News hier seht, am Freitag. Und ich war nicht dabei, wegen hier Isolation und so. Aber am Sonntag, ja, wenn ihr da rumlauft, Sonntag bin ich dann am Start und habe halt auch einen Vortrag, beziehungsweise da ja, können wir auch einen Haufen Fragen stellen, ja, im Kongressprogramm auf der Mary Jane, wenn ihr da seid. Und ansonsten am DHV-Stand, am DHV-Infostand mit mir quatschen. Bis dahin habe ich meine Tage seit der potenziell denkbaren Kontamination hinter mir und bin safe. Ja, dann könnt ihr mich anstecken. So, dann Stuttgart. Trifft sich die Ortsgruppe Freitag, 15. Juli. Mannheim, Infotisch, Samstag, 16. Juli. In Oldenburg trifft sich die Gruppe zum Online-Treffen Montag, 18. Juli. Berlin, die zweite große Veranstaltung, ICBC, wo ich auch vor Ort bin und auch mit Rede im Programm sogar die Eröffnungsrede halte.
zwischen dem Organisator Alex Rogers und dem Bundesdrogenbeauftragten Bienert. Da haben sie mich reingeschoben als Durchlauferhitzer sozusagen. Ja. Interessant halt für alle, die irgendwie Business machen wollen mit Cannabis oder schon drin stecken im Business oder die investieren wollen und die eben genug Geld haben, da mitzuspielen, auch was die Ticketpreise angeht. Ja, aber das passt ja dann, ja, wenn ich Geld investieren will oder da Geld verdienen, dann darf das Ticket auch was mehr kosten. Da sind dann die ganzen großen Konzerne auch unterwegs und so. Da habe ich eben dann auch die Kontakte, die ich haben will. Und alle anderen gehen halt woanders hin. So, dann haben wir Heidelberg, wieder Ortsgruppen. Dienstag, 19. Juli, offener Hanftisch. Dann Hamburg, Online-Klönschnack, Dienstag, 19. Juli, Halle, Infostand zum Tag verstorbener DrogenkonsumentInnen, Donnerstag, 21. Juli. Und dann noch zweimal Oldenburg, Sonntag, 24. Juli, Online-Hanfschnack und Montag, 25. Juli, einen Tag später, offenes Online-Treffen. Also einmal Hanfschnack, einmal Treffen, Oldenburg, direkt hintereinander. Was auch immer die sich dabei denken, ja, das ist ein bisschen irre vielleicht, aber vielleicht macht das irgendwelchen Sinn. Bestimmt macht das irgendwelchen Sinn, ja, können da nochmal hier in die Kommentare schreiben. Ich finde es immer ulkig irgendwie. Sehr aktiv, die Oldenburger. Jede Menge Möglichkeiten für euch, da reinzuschnuppern bei denen, ja, wenn ihr Oldenburger seid, geht zu den Oldenburgern und so weiter. Ja, spielt ein bisschen mit im Legalize-Zirkus, wir sind noch nicht fertig damit. Und nochmal, bitte diesen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dieses Video liken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.